Die Freundschaft zwischen Mensch und Tier kennt keine Grenzen. Jeder kennt die Geschichten von treuen Hunden, die in allen Lebenslagen an der Seite ihres Besitzers stehen. Sie würden ihr Herrchen oder Frauchen niemals im Stich lassen und sogar ihr Leben für sie opfern, wenn es die Situation verlangen würde. Die heutige Geschichte handelt allerdings nicht von einem gewöhnlichen Haustier, sondern von einem Wildtier. Genauer gesagt von einem Bären, der von einem Mann gerettet und großgezogen wurde. Was einige Jahre später passierte, ist einfach nur erstaunlich. Im Jahr 2016 hat eine Gruppe von Piloten an einem Flugplatz in Orlovka in der russischen Region Twer einen kleinen Bären bemerkt. Dieser irrte nahe der Landebahn alleine umher. Zunächst beobachteten die Männer aus sicherer Entfernung die Situation, da sie vermuteten, dass jeden Moment das Muttertier aus dem Wald nachkommen würde. Doch als diese nach einiger Zeit immer noch nicht aufgetaucht war, war sich die Gruppe sicher, dass das Jungtier alleine unterwegs war. Damals durchstreiften Wilderer die Gegend um Twer und so gingen die Männer davon aus, dass die Mutter des Babys womöglich Opfer von genau diesen wurde. Dem Piloten war klar, dass ein verwaistes Bärenjunges ohne Hilfe nicht lange überleben würde und so beschlossen sie, sich dem Tier zu nähern. Der kleine Bär war zunächst natürlich sehr zurückhaltend, doch die Männer gewannen schließlich das Vertrauen des Jungtiers. Schnell bauten die Piloten ein gutes Verhältnis zu dem Wildtier auf und es dauerte nicht lange, da saß das Bärenjunge schon in dem Cockpit des ersten Flugzeugs. Der kleine Bär war sichtlich begeistert und saß mit weit aufgerissenen Augen auf dem Schoß eines Piloten, während er sich neugierig umschaute. Die Menschen kümmerten sich liebevoll um das Tier. Sie gaben ihm etwas zu essen, zu trinken und spielten mit ihm. Dem Flugpersonal war klar, dass sie das Bärenbaby unmöglich wieder zurück in den Wald schicken konnten. Das Risiko, dass es von einem größeren Tier gefressen oder verhungern würde, war zu groß. Also beschlossen sie, das Tier zu behalten und großzuziehen. Sie gaben dem Bären den Namen Mansur und verbrachten viel Zeit mit dem Tier. Je größer der Bär wurde, desto mehr begann er eigenständig auf dem Flugplatz herumzutollen. Dieser war für Mansur ein riesiger Spielplatz. Neben ein paar Spielzeugen, die die Besatzung extra für das Tier gekauft hatte, gab es auf einem Flugplatz natürlich überall spannende Dinge zu entdecken. Am liebsten kletterte er irgendwelche Leitern hoch, die zur Genüge dort herumstanden. Später schaffte er es sogar, eigenständig in Flugzeuge zu klettern. Mansur wurde jedermanns Liebling auf dem Flugplatz und all das Flugpersonal kümmerte sich um das Wildtier. Sie gaben ihm zusätzlich den Spitznamen Erbär. Unter diesem wurde er schließlich auch in der Gegend bekannt und so kamen viele Menschen nur um den Bären zu bewundern oder ihn auch mal zu knuddeln. Ein Husky eines Piloten wurde außerdem der beste Freund von Mansur. Sie spielten gemeinsam auf dem Flugplatz und hatten eine tolle Zeit miteinander. Dass der eine ein Bär und der andere ein Hund war, schien bei dieser Tierfreundschaft keine Rolle zu spielen. Auch wenn Mansur generell zu allen Menschen und Tieren sehr aufgeschlossen war, gab es dennoch einen Mann, zu dem er eine besonders starke Bindung pflegte. Sein Name war Andrei Ivanov. Er war einer der Piloten, der ihn damals gerettet hatte. Der Mann wurde der beste Freund des Bären und kümmerte sich um das Jungtier, als wäre er der Vater. Als der Bär noch kleiner war, nahm er ihn manchmal sogar zu sich nach Hause, damit dieser nicht alleine am Flugplatz übernachten musste. Er informierte sich außerdem grundlegend über Bären und hat sich im Laufe der Zeit viel Fachwissen angeeignet. Doch auch Andrei war von Anfang an bewusst, dass ein Bärenbaby zwar niedlich ist, doch wenn er größer wurde, ein echtes Problem darstellte. Als die Zeit gekommen war und der Bär bereits eine ansehnliche Größe erreichte, waren Andrei und den anderen Menschen klar, dass sie ihn abgeben mussten. Ein Flugplatz war kein geeignetes Zuhause für solch ein großes Wildtier. Doch wohin sollten sie den Bären bringen? Er lebte bereits zu lange bei den Menschen und war nicht mehr in der Lage, selbstständig in der Wildnis zu überleben. Und auch die umliegenden Zoos sagten ab, Mansur aufzunehmen, da sie keinen Platz mehr frei hatten. Aber schließlich meldete sich eine Person, die versprach, den Bären in einem Naturreservoir unterzubringen, wo Mansur glücklich leben konnte. Auch wenn die Piloten sehr traurig darüber waren, Mansur abzugeben, wussten sie, dass dies das Beste für ihn war. Es war vorgesehen, dass Andrei den Bären jederzeit besuchen konnte, um nachzusehen, wie es ihm ging. Doch als die Verantwortlichen kamen, um den Bären abzuholen, packten sie ihn einfach in einen Käfig und fuhren davon. Wie sie mit Mansur umgingen, gefiel Andrei und dem Rest der Gruppe gar nicht. Vielleicht ging Mansur aber einfach mit einem wilden Bären um und sie waren einfach zu verweichlicht, dachten sie.
Als Andrej jedoch den Bären einige Tage später wie vereinbart besuchen wollte, lehnten die Mitarbeiter des vermeintlichen Reservoirs ab. Es wäre besser für den Bären, die ehemaligen Besitzer nicht wiederzusehen, um sich an seine neue Heimat zu gewöhnen. Andrej kam die Sache merkwürdig vor und er beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und den Fall zu untersuchen. Gemeinsam mit weiteren Piloten forschte er nach und fand letztlich heraus, dass sie betrogen worden waren. Mansur wurde gar nicht, wie versprochen, in ein Naturreservoir gebracht, sondern an einen der schrecklichsten Orte, die es überhaupt für einen Bären gibt. Sie brachten Mansur in eine sogenannte Bärenstation. Dort werden Hunde trainiert, Bären zu jagen. Dabei werden die Wildtiere grausam angekettet und nicht selten auch ihre scharfen Zähne und Krallen auf grausame Weise entfernt. Diese Stationen sind Tierquälerei von ganz großem Ausmaß. Als die Piloten dies erfuhren, waren sie geschockt. Wie konnte das nur passieren? Gleichzeitig stand für alle eins fest: Sie mussten Mansur dort rausholen. Sie planten also eine Rettungsaktion und machten sich auf den Weg zur Station, um den Bären zu befreien. Mansurs Gebrüll war schon am Eingang der Bärenstation zu hören. Der Bär befand sich in einem eisernen Käfig und war offensichtlich sehr niedergeschlagen. Glücklicherweise wurden dem Bären noch nicht die Zähne und Krallen entfernt. Die Männer kamen gerade noch rechtzeitig. Die Piloten nannten das Raubtier bei seinem Namen und Mansur hörte sofort auf, Geräusche von sich zu geben. Als der Käfig aufgemacht wurde, sprang Mansur in Andrejs Arme und begann freudig, die anderen Piloten zu begrüßen, indem er deren Hände ableckte. Die Freude des Tieres kannte keine Grenzen. Erstaunlicherweise verabschiedete sich das gezähmte Wildtier sogar von dem Besitzer der Bärenstation, als wollte er sagen: Ich bin hier nicht böse. Außerdem zupfte Mansur an Andrejs Mantel, als wollte er sagen: Nimm mich bloß mit und lasse mich nie wieder alleine. Die Männer und Frauen verluden den Bären in den Kofferraum eines Autos und brachten ihn weg von diesem schrecklichen Ort. Sie entschieden außerdem, Mansur niemals wieder an jemand anderen abzugeben. Sie haben ihn dann zu einem größeren Flughafen als damals gebracht und holten sich Hilfe von Experten, wie man einen Bären außerhalb der Natur halten konnte. Die Piloten bauten anschließend mit Hilfe von Spendengeldern aus der ganzen Welt ein großes geschütztes Gehege für Mansur, wo er genug Freilauf und Spielgelegenheiten hat. Am liebsten verbringt er natürlich Zeit mit Andrej. Das Verhältnis der beiden ist im Laufe der Zeit sogar noch besser geworden und beide können sich wohl ein Leben ohne den anderen nicht vorstellen. Manchmal wiegt Andrej den Bären sogar in den Schlaf. Doch meistens geht es etwas wilder zur Sache, wie auf diesen Bildern zu sehen ist. Andrej selbst sagt, dass der Bär ihm bisher zu keiner Zeit gefährlich geworden ist. Sind das nicht tolle Bilder von den beiden? Wenn du von solchen Bärengeschichten nicht genug kriegen kannst, schau dir rechts gerne ein weiteres Video von einem Bären an, der ein kleines Baby aus einem Container gerettet hat. Links gelangst du zu einer kompletten Playlist von allen Bärengeschichten auf meinem Kanal.